Er ist der mächtigste Mann der Welt. Er befehligt die stärkste Armee aller Zeiten. Jeder seiner Schritte wird aufgezeichnet und analysiert. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ist es in einem Zeitalter, in dem nichts verborgen bleibt, möglich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten Geheimnisse hat? Besitzt er Informationen, die so gefährlich sind, dass sie vor der Öffentlichkeit verheimlicht werden müssen? Es gibt Dinge, die man nicht unbedingt schriftlich festhalten sollte. Wir haben unfassbar viele Geheimnisse. Es gibt durchaus Geheimnisse, die nach wie vor bewahrt werden. Aber wo werden sie bewahrt? In einem Computer? In einem Safe? In einem verschlossenen Aktenkoffer? Und wer ist außer dem Präsidenten eingeweiht? George Bush Senior und ich wissen Dinge, die sonst fast niemand weiß. Manche sind von der Existenz eines Buches überzeugt, das die größten Geheimnisse der Vereinigten Staaten von Amerika enthält. Ein Buch, das von einem Präsidenten an den nächsten weitergegeben wird. Das bis zu den Anfängen des höchsten Amtes der Nation zurückreicht. Und dessen Inhalt nur 5 gegenwärtig lebende Personen kennen. Existiert dieses Buch tatsächlich? Enthält es das geheime Wissen der US-Präsidenten? Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Am 20. Januar 2009 nimmt Richter John Roberts, der Vorsitzende des obersten US-Gerichtshofes, Barack Obama den Amtseid ab. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Später an diesem Tag betritt der 44. US-Präsident das Oval Office und entdeckt einen einzelnen Umschlag auf seinem Schreibtisch. Er ist an 44 adressiert und enthält eine Nachricht des scheidenden Präsidenten George W. Bush. Über den Inhalt hüllt sich Obama in Schweigen. Warum? Was ist so wichtig und so vertraulich, dass nur der Präsident darüber Bescheid wissen darf? Geht es um die nationale Sicherheit? Sind es wichtige Informationen zur Wirtschaftslage? Oder geht es noch viel weiter darüber hinaus? Es wird vermutet, dass ein ganzes Buch voll solcher Informationen existiert. Ein sogenanntes Buch der Geheimnisse, das von einem Präsidenten an den nächsten weitergegeben wird. Wenn es existiert, was steht drin? Barack Obama hatte zwischen Wahl und Amtseinführung gerade einmal 78 Tage Zeit, um sich auf das Amt vorzubereiten. Wie hat er das geschafft? Hat ihm ein geheimes Buch, das sein Vorgänger hinterließ, dabei geholfen? Oder kamen die Informationen von gewöhnlicheren Quellen? Das meiste wird mündlich weitergegeben, was verständlich und richtig ist. Es gibt Dinge, die man nicht unbedingt schriftlich festhalten sollte. Bei den interessantesten Themen sagen sie nur, also wir erzählen Ihnen mal, was wir so wissen. Das wollen sie nicht zu Papier bringen. In den Wochen vor der Amtseinführung informierte der damalige CIA-Direktor Michael Hayden den künftigen Präsidenten Barack Obama über alle verdeckten Operationen der USA. Ich fing so an: Mr. President, diese Operationen wurden von Ihren Vorgängern autorisiert. Allerdings nicht persönlich, sondern im Sinne des Amtes. Diese Operationen laufen weiter, es sei denn, Sie teilen uns nach Ihrer Amtseinführung mit, dass Sie dies nicht wünschen. Das war mein erster Schritt, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Anschließend sind wir alles durchgegangen. Die gewählten Präsidenten erfahren Dinge, von denen sie vorher nichts wussten.
Wie hoch sind die Schulden? Welche Länder eine Bedrohung darstellen? Wie viele Terroristen sich im Land aufhalten? Dinge, die schon einmal angerissen wurden, die bei näherer Betrachtung aber Reaktionen hervorrufen wie: Lieber Himmel, wenn ich das gewusst hätte. Zu kandidieren ist eine Sache, am Drücker zu sein eine andere. So gut Sie auch vorbereitet sein mögen, nur wenige Präsidenten haben eine Vorstellung davon, was sie an ihrem ersten Tag erfahren. Erst nach der Vereidigung haben sie unbegrenzten Zugang zu Geheimdokumenten, die fast jede ihrer Fragen zur nationalen Sicherheit beantworten können. Wie beeinflusst dieses geheime Wissen die Politik und die Prioritäten eines Präsidenten? Ist das der Grund für die großen Unterschiede zwischen der Rhetorik eines Präsidentschaftskandidaten? Read my lips. No new taxes. We will start getting to work. We will close Guantanamo. Und der Rhetorik eines Präsidenten, dessen Informationen eine ganz andere Qualität haben? Ein Präsident wird wegen seiner Vision gewählt. Er sieht die Welt auf eine bestimmte Weise und hat vor Augen, wohin er sie führen will. Diese Sichtweise ist manchmal nicht mit der Wirklichkeit zu vereinbaren. Harry Truman zum Beispiel erfuhr erst von der Atombombe, als er nach Franklin D. Roosevelts Tod Präsident wurde. Als Vizepräsident wusste Harry Truman nicht, dass wir die Atombombe gebaut hatten. Erst als er Präsident war, wurde er darüber aufgeklärt, was es bedeutete, im Besitz dieser Waffe zu sein. Er hatte keine Ahnung. Ob das Einfluss auf seine Art der Kriegsführung hatte? Und ob? Ich frage mich oft, was er wohl seiner Frau erzählt hat, als er nach dieser Offenbarung zu ihr fuhr. Heutzutage hat der Präsident die Nuklearwaffen buchstäblich im Griff. Auf Schritt und Tritt wird er von einem Adjutanten begleitet, der eine 20 Kilogramm schwere Aktentasche, den Nuclear Football, bei sich trägt. Immer wieder sieht man diese schwarze, arztkofferähnliche Tasche auf Fotos. Ich habe immer gesagt, dass darin ein Thunfisch-Sandwich und ein Playboy sind. Was wirklich darin ist, wird streng geheim gehalten. Aber die Tasche ermöglicht es dem Präsidenten, mit Kommandozentren in Verbindung zu treten und als Oberbefehlshaber den Einsatz von Nuklearwaffen zu autorisieren. Offiziell gilt der Nuclear Football als Notfallköfferchen des Präsidenten. Er wurde in den 1950er Jahren von Präsident Dwight D. Eisenhower eingeführt. Der Kalte Krieg bestimmte Präsident Eisenhowers Handeln. Ein Überraschungsangriff durch die Sowjets war nicht ausgeschlossen. Was konnte er tun, um Raketen im Anflug abzuwehren? Zu der Zeit bestand die Strategie hauptsächlich aus Vergeltung. Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Laut Verfassung darf nur der Präsident der Vereinigten Staaten diese Entscheidung treffen. Man überlegte sich also einen Weg, wie das unabhängig von Ort und Zeit gewährleistet werden konnte. Das war das Ende der Zweisamkeit zwischen dem Präsidenten und seiner Frau. Wirkliche Zweisamkeit besteht nur noch zwischen dem Präsidenten und dem Träger des Atomkoffers mit den nuklearen Codes. Während der Übergangsphase lernt der neue Präsident, wie er die Codes benutzen muss. Bei der Amtseinführung werden zwei Koffer parat gehalten. Einer für den scheidenden und einer für den neuen Präsidenten. Das dient der unmittelbaren Machtübergabe und der Verhinderung von Überraschungsangriffen. Nehmen wir mal an, es wird von einem Atomangriff auf die USA berichtet. Sie öffnen daraufhin den Koffer und der Präsident kann anhand einer Liste aus den verschiedenen Optionen wählen. Er kann alle Waffen einsetzen und die Welt zerstören, einen präzisen Gegenangriff einleiten oder taktisch vorgehen. Er hat nur wenige Minuten, um die Informationen aufzunehmen und darauf zu reagieren.
to do. Der Präsident bekommt die Codes sofort nach Amtsantritt. Doch ist er wirklich der Einzige, der einen nuklearen Angriff autorisieren kann? Theoretisch darf keine Nuklearwaffe ohne die Zustimmung des Präsidenten gezündet werden. Aber in Bezug auf U-Boote gab es eine Sonderregelung. Da U-Boote nicht immer erreichbar waren, mussten die Befehlshaber eigenverantwortlich handeln können. Das war allerdings ein heikles Thema. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat kein US-Präsident mehr den Einsatz von Nuklearwaffen gegen feindliche Ziele befohlen. Was aber, wenn das Undenkbare doch geschieht und das Militär davon überrascht wird? Wie kann das Überleben des Präsidenten und der Nation gewährleistet werden? Steht die Antwort darauf im Buch der Geheimnisse? Für den nationalen Notfall enthält das Buch der Geheimnisse wahrscheinlich Informationen zu versteckten Bunkern, geheimen Fluchtwegen und sicheren Orten, die dem Schutz des Präsidenten, seiner Familie und seiner wichtigsten Mitarbeiter dienen. Informationen dieser Art wären am 11. September 2001 essentiell gewesen, als Terroristen 4 Flugzeuge entführten. 2 davon lenkten sie in die Türme des World Trade Center in New York. Das dritte Flugzeug stürzte ins Pentagon. Das Anschlagsziel des vierten soll das Kapitol in Washington D.C. gewesen sein. Diese beiden Flugzeuge befanden sich noch in der Luft, als der damalige Präsident George W. Bush bei einer Schulveranstaltung in Florida über den Angriff informiert wurde. Kurz darauf wurde er zur Air Force One gebracht. Ich begleitete Präsident Bush am 11. September. So schnell wie an diesem Tag habe ich die Air Force One noch nie abheben sehen. Es gibt Pläne und Vorgehensweisen für allerlei Eventualitäten und wir flogen einen von mehreren möglichen Orten an. Die Vereinigten Staaten wurden offensichtlich angegriffen. Und auch das Personal im Weißen Haus musste reagieren. Ich frühstückte gerade mit einem Kollegen im Westflügel. Als wir es erfuhren, haben wir das Personal zusammengetrommelt und evakuiert. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen rennen, so schnell sie können. Während das Personal evakuiert wurde, geleiteten Agenten des Secret Service, Vizepräsident Dick Cheney und einige hochrangige Funktionäre in einen verborgenen Bunker unter dem Weißen Haus. Darin ist das Presidential Emergency Operations Center untergebracht, die Notfallzentrale des Präsidenten. Sie befindet sich im Keller des Ostflügels. Es ist ein alter Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer großen, schweren Tür. Darin stehen Betten und es gibt Nahrungsmittelkonserven und Wasservorräte. Cheney, Condoleezza Rice und ein paar andere haben die Angriffe vom 11. September dort ausgesessen. Aber was, wenn Residenz und Amtssitz des Präsidenten im Visier gestanden hätten? Wäre es möglich gewesen, aus dem Weißen Haus zu entkommen? Könnte das Buch der Geheimnisse Informationen darüber enthalten? Ich war sehr überrascht, als ich von den Abkürzungen erfuhr, die wir im Notfall nehmen sollten. Ich darf darüber nichts sagen, doch es gibt Möglichkeiten, den Präsidenten im Notfall sehr schnell von A nach B zu bringen. Eine Hintertreppe führt vom ersten in den zweiten Stock des Weißen Hauses. Die Tür ist durch einen besonderen Anstrich in der Wand verborgen. Sie hat keinen Türknauf. Sie öffnet sich durch Berührung. Außerdem gibt es Tunnel, die vom Weißen Haus bis auf die andere Seite des Finanzministeriums führen.
Ich habe immer diese Tunnel genommen, damit ich nicht vorne zum Tor raus musste. Es gibt Evakuierungspläne. Wir würden einen gelben Beutel bekommen, so groß, dass der sich in eine Gasmaske umfunktionieren lässt. Die könnten wir dann im Falle eines chemischen oder biologischen Angriffs aufsetzen, um uns vor allem, was in der Luft sein könnte, zu schützen. Damit könnten wir lange genug atmen, um die Stadt zu verlassen. Wir mussten alle genau wissen, was wir im Notfall zu tun hatten. Es gab regelmäßig Besprechungen, um sicherzustellen, dass alle Bescheid wussten. Es konnte ja jederzeit etwas passieren. Es gibt noch andere sichere Orte in der Stadt, aber wo sie sich befinden oder wie sie ausgestattet sind, darf ich nicht verraten. In der Nähe von Washington, D.C. gibt es große unterirdische Anlagen. Im Shenandoah Valley in Virginia befindet sich das sogenannte Mount Weather Emergency Operations Center, eine fast komplett unterirdische Stadt. Eine weitere Kommandozentrale befindet sich in Colorado. Vermutlich gibt es im ganzen Land hunderte solcher Anlagen, in die man den Präsidenten in Notfall bringen könnte. Gibt es in den USA wirklich hunderte solcher geheimer Bunker? Und wenn ja, können sie zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit des Präsidenten gewährleisten? Zuallererst müssen es abgelegene Orte sein, weit weg von der Bedrohung. Wenn die Bedrohung dich einholt, taugt die ganze Anlage nichts. Als nächstes braucht man saubere Luft. Mit genügend Nahrungsmitteln, Wasser und Geräten kann man unendlich lange überleben. Nicht die Festung bietet Sicherheit, sondern die Tatsache, dass keiner weiß, wo du bist. Egal wie sicher diese Bunker auch sein mögen, Sicherheitsexperten zufolge würde im Buch der Geheimnisse wahrscheinlich stehen, dass der Präsident am sichersten ist, wenn er in Bewegung bleibt. Zu den Vorbereitungen auf ein schlimmes Ereignis gehören auch Transportpläne, die im Voraus festgelegt werden und streng geheim sind. Sie werden nicht in der Öffentlichkeit erörtert. Die Pläne sind ausgearbeitet und müssen perfekt und augenblicklich funktionieren. Ich habe es am eigenen Leib erfahren, als ich bei einer Übung einmal für den Präsidenten einsprang. Ich stieg in den Helikopter und wurde in die Berge bei Camp David geflogen. Wir landeten und tankten den Helikopter per Hand auf, mit einer Kurbelpumpe und einem 200-Liter-Fass Flugbenzin. Dann flogen wir weiter. Wir kreisten eine Weile und landeten schließlich auf dem Flughafen von Harrisburg in Pennsylvania. Der Flughafen war komplett abgeriegelt. Am Ende der Rollbahn stand eine riesige weiße Boeing 747. Wir gingen an Bord und ich setzte mich in den großen Ledersessel, auf dessen Rückseite Präsident stand. Ich wurde gefragt, wie lauten Ihre Befehle, Mr. Präsident? Und ich antwortete, verschwinden wir von hier. Sie gaben Gas und wir schossen in die Luft wie eine Rakete. Wir landeten auf der Andrews Air Force Base. Ich ging zurück ins Büro und meine Illusion von Erhabenheit löste sich allmählich wieder auf. Was passiert, wenn trotz aller Fluchtpläne und Übungen weder der Präsident noch der Vizepräsident einen Angriff auf die USA überleben? Was passiert mit der Regierung des Landes, wenn Washington D.C. ausgelöscht wird? Im Buch der Geheimnisse gäbe es sicher auch ein Kapitel über ein streng geheimes Programm, das als Fortbestehen der Regierung bekannt ist und im Notfall einen neuen Entscheidungsträger bestimmen würde. Stellen wir uns Folgendes vor. Es gibt einen nuklearen oder biologischen Vorfall und die Führungsriege der US-Regierung wird ausgelöscht. Was passiert dann? Was soll man dann machen? In einer modernen Welt, in der es Raketen und Ähnliches gibt, wie lange kommt man da ohne Staatsoberhaupt aus? Zum Fortbestehen der Regierung braucht man den Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Sprecher des Repräsentantenhauses. Das sind die drei wichtigsten Personen. Es gehören aber noch andere dazu. Der Kongress, das Kabinett, das Militär.
Die Kommunikation zwischen diesen Organen muss jederzeit funktionieren. So ist das in jeder Regierung. Noch geheimere Inhalte dieser Strategie werden von Insidern als Doomsday Plan bezeichnet. Weltuntergangsmaßnahmen. Im Fall eines nuklearen Angriffs würden drei Gruppen von Regierungsbeamten an unterschiedliche Orte gebracht. Jede dieser Gruppen wäre darauf vorbereitet, das Land unter der Führung eines Kabinettsmitglieds als Präsident zu regieren. Die Exekutive hat Pläne für ein Weltuntergangsszenario entwickelt, die mit der Verfassung nichts zu tun haben. Pläne, wie Land und Regierung im Ausnahmezustand weiter bestehen können. The government and the country going under martial law. They're all extra. Diese Pläne beruhen nicht auf der Verfassung, weil weder darin noch in den Gesetzen der USA irgendetwas über den Weltuntergang festgehalten ist. What would happen under these kinds of doomsday scenarios? Die Reagan-Administration hat wegen der Sowjetunion viel Geld in das Fortbestehen der Regierung gesteckt. Doch 2001 sahen wir uns einem wesentlich komplizierteren Gegner gegenüber, der viel eher Gebrauch von chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen machen würde. Und das auf eine Art, wie wir sie nie in Betracht gezogen hatten. Unter Präsident Bush hat man das Fortbestehen der Regierung in einem Notfall ernsthaft überdacht und erneut viel Geld hineingesteckt. Ich hatte unter Präsident Bush verschiedene Positionen. Nach meiner Zeit als Director of Advance habe ich für das Kabinett gearbeitet. Dabei stand ich mit allen Kabinettsmitgliedern in Kontakt, die allesamt mögliche Nachfolger für das Amt des Präsidenten waren. Zu meinem Job gehörte es, in die Programme eingeweiht zu werden. Während ich im Weißen Haus arbeitete, hatte ich so manches Mal Schwierigkeiten einzuschlafen. Am schlimmsten war es, nachdem ich 2,5 Stunden in diese Pläne eingeweiht worden war. Ich dachte nur, ich bin nur ein Mitarbeiter. Ich kann mir nicht vorstellen, Präsident und für das alles verantwortlich zu sein. Das war ziemlich ernüchternd. Unterirdische Bunker und Pläne für den Weltuntergang dienen lediglich als Defensivstrategien. Welche militärischen Optionen hat der Präsident? Welche Geheimwaffen stehen ihm zur Verfügung? Und steht im Buch der Geheimnisse womöglich auch, wann und wie der mächtigste Mann Amerikas die stärksten Kräfte der Welt entfesseln kann? Würde ein Präsident das Buch der Geheimnisse auch mit Informationen füllen, die er in vertraulichen Besprechungen von seinen Geheimdiensten erfährt? Mit Informationen über verdeckte Operationen und streng geheime Waffensysteme? An 6 Tagen pro Woche hält das Staatsoberhaupt eine Besprechung zur nationalen Sicherheit ab, in der er über aktuelle Bedrohungen aufgeklärt wird. In diesen Meetings erhält er von der CIA außerdem das President's Daily Brief. Das PDB ist ein streng geheimes Dokument, das die Tätigkeiten von Geheimagenten auf der ganzen Welt zusammenfasst und auswertet. Man kann sich das wie eine Zeitschrift vorstellen. Ein dünnes Ringbuch mit vielleicht 15, 20 Seiten, nicht jede davon vollgeschrieben, und verschiedenen Artikeln zu unterschiedlichen Themen. Je nach Wochentag liegt der Schwerpunkt auf einem anderen Thema. Es ist zwar nicht durch und durch negativ, aber es beinhaltet auch weniger Erfreuliches. Es fasst die Probleme des Tages zusammen. Es kann ein spezielles taktisches Problem beschreiben oder auch eine längerfristige strategische Überlegung zu einer bestimmten Angelegenheit sein. Ich hatte jeden Donnerstag ein Meeting mit dem Präsidenten. Außer dem PDB hat er von mir auch einen Bericht über alle CIA-Operationen bekommen. Die meisten waren verdeckte Operationen, die dazu dienten, politische, militärische und wirtschaftliche Ereignisse im Ausland zu beeinflussen. Manchmal sprach ich auch von Spionage. Mr. President, wir können das jetzt tun, wir haben jetzt Zugang dazu.
Diejenigen, die während des Kalten Krieges im Einsatz waren, ich selbst kann 10 Jahre vorweisen, wussten, dass die Informationen, die wir sammelten, mit hoher Wahrscheinlichkeit am nächsten Tag auf dem Schreibtisch des Präsidenten liegen und die Außenpolitik beeinflussen würden. Um eventuelle Probleme abzuwenden, verfügt der Präsident über ein ganzes Arsenal geheimer Waffen. Als besonders effektiv haben sich in den letzten Jahren die Drohnen erwiesen. Diese kleinen, ferngesteuerten Flugzeuge werden vor allem in den Kriegen im Irak und Afghanistan eingesetzt. Da sie auch Waffensysteme tragen können, dienen Drohnen aber nicht nur zu Aufklärungs-, sondern auch zu Tötungszwecken. Es sind wirklich erstaunliche Flieger. Eine Drohne über Afghanistan überträgt ihre Aufnahmen in Echtzeit. Das Militär schickt die Bilder ans Weiße Haus und man kann zeitgleich dieselben Bilder sehen wie der Bediener der Drohne. Würden in einem Buch der Geheimnisse auch Informationen über Geheimdienste stehen? Über Organisationen, die so geheim sind, dass alleine das Aussprechen ihrer Namen mit Gefängnis geahndet werden würde? Wir alle kennen die NASA. Es gibt aber auch noch das National Reconnaissance Office, das ebenfalls mit Raumfahrt zu tun hat. Das NRO wurde in den frühen 1960ern gegründet, aber erst 1992 erfuhr die Öffentlichkeit davon. Wir hatten also über 30 Jahre lang einen geheimen Geheimdienst. Das NRO entwickelt und bedient Spionagesatelliten, die auf niedrigen Umlaufbahnen kreisen und mit der neuesten Raumfahrt- und Bildverarbeitungstechnologie ausgestattet sind. Die sogenannten Keyholes wurden zu Bildaufklärungssatelliten weiterentwickelt. Gigantische Kameras, die Fotos von der Erdoberfläche machen. Eine andere Art von Aufklärungssatellit findet sich im Onyx-System. Diese Satelliten sind mit Synthetic Aperture Radar ausgestattet. Es schießt Radarstrahlen auf die Erdoberfläche, fängt sie wieder auf und erstellt Karten und Bilder. Man kann damit durch Wolken sehen. Man kann damit unter die Erdoberfläche schauen und man kann bei Nacht sehen. Die Mitarbeiter des Onyx-Programmes tragen Aufnäher mit dem Motto: Uns gehört die Nacht. Meistens erfahren sie nicht viel. Doch hin und wieder erhalten sie Informationen, die sofortige Handlungen erfordern. Das bedeutet, dass es die Qualität der Informationen erlaubt, mit einer Überwachungsdrohne zum Beispiel ein Mitglied der Al-Qaida-Führungsriege zu verfolgen. Präsident Obama hat schon oft auf solche Informationen reagiert und die Tötung von Al-Qaida-Führern angeordnet. Das National Reconnaissance Office bedient außerdem Abhörsatelliten, womit sie internationale Telefongespräche belauschen und Computerkommunikation abfangen können. Diese Satelliten fangen alles ab, was über Kommunikationssatelliten läuft. Vor Jahren vertrat ich Mohammed Al-Fayed im Prozess um Prinzessin Dianas Tod. Die NSA hatte damals angeblich Überwachungsmaterial, auf dem zu hören war, wie die Frau des brasilianischen Botschafters in den USA mit Prinzessin Diana über deren Liebesabenteuer spricht. Allerdings hatte es die NSA nicht auf Diana abgesehen. Sie überwachten Brasilien, weil das Land mit den USA bezüglich des Regenwaldes in Verhandlungen stand. Dass die NSA überhaupt Informationen sammelt, ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse. Die Überwachungsmethoden der Geheimdienste gehören zu den größten und bedeutsamsten Geheimnissen der Vereinigten Staaten. Fundamental secrets the United States has.
Womöglich ist das wichtigste geheimdienstliche Instrument des Präsidenten aber weder im All noch jenseits des Potomac River zu finden. Nur ein Stockwerk unter dem Oval Office liegt ein Raum, der das Zentrum der Geheimdienstoperationen ist. Der Situation Room ist für viele einfach nur ein Konferenzraum. Dabei ist er die Geheimdienstzentrale des Präsidenten. John F. Kennedy richtete ihn 1961 ein, um auf demselben Informationsstand zu sein wie der Rest der Regierung. Frühere Präsidenten waren immer auf das Außen- oder Verteidigungsministerium oder die Nachrichtendienste angewiesen. Während der Kuba-Krise erkannte Kennedy, dass er nur vernünftig regieren kann, wenn die Informationen das Weiße Haus schnell erreichen. Ohne den Situation Room könnte heute kein Präsident seinen Job machen. Jahrzehntelang bestand der Situation Room aus wenigen Räumen, die seinem Zweck nicht genügten. 2007 vergrößerte George W. Bush die Zentrale auf 13 Zimmer und stattete sie mit der fortschrittlichsten und sichersten Kommunikationstechnik aus. Der größte Raum hat Flüsterwände, die Umgebungsgeräusche verhindern. Eine Wand ist die sogenannte Wissenswand, auf die Satellitenbilder und Überwachungsaufnahmen projiziert werden können. Überall im Situation Room gibt es solche Telefonzellen, die wir Superman-Zellen nennen und die mit normalen Telefonen sowie Geheimtelefonen ausgestattet sind. Wenn der Präsident alleine sein will, geht er ins Director's Office, drückt auf einen Knopf und die Scheiben werden undurchsichtig. So ist er ungestört. Der Situation Room verfügt zudem über ein geheimes und sicheres System für Videokonferenzen, das es dem Präsidenten erlaubt, von Angesicht zu Angesicht mit Staatsoberhäuptern, Botschaftern und Militärführern zu sprechen. Jeden Mittwoch hatte Präsident Bush eine Videokonferenz mit dem irakischen Ministerpräsidenten Maliki oder dem afghanischen Präsidenten Karzai. Er hat immer gesagt, ich will nicht mit ihm telefonieren, ich will ihm in die Augen schauen. Im neuen Situation Room konnte er das. Heute ist der Situation Room das Informations- und Kommunikationszentrum des Präsidenten. Es ist rund um die Uhr von Mitarbeitern besetzt. 95% der Informationen, die der Präsident täglich erhält, laufen über diese Zentrale. Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko war im Situation Room sofort und regelmäßig ein Thema. Solche Angelegenheiten gehören zwar nicht in den Geschäftsbereich, aber das Personal weiß, dass sie wichtig sind. Aber wer oder was entscheidet, ob es sich um eine Krisensituation handelt? Würden die Regeln für einen solchen Fall in einem geheimen Buch stehen? Das ist von Präsident zu Präsident unterschiedlich, aber es läuft darauf hinaus, zu erkennen, was wichtig ist und was nicht. Reagan wollte nach Dienstschluss nur noch von zwei Menschen gestört werden, von seinem Stabschef und seinem Sicherheitsberater. Andere Präsidenten empfangen fast jeden. Als der oberste Richter Rehnquist gestorben ist, wurde Bush geweckt. Theoretisch hätte man es ihm auch am nächsten Morgen mitteilen können. Allerdings spielt der Supreme Court in unserem Land eine so wichtige Rolle, dass Präsident Bush sofort informiert werden musste. Der Stabschef entscheidet, ob der Präsident geweckt wird oder nicht. Obwohl das Weiße Haus jahrzehntelang erfolgreich mit Bedrohungen umgegangen ist, sind seine Feinde im 21. Jahrhundert nicht mehr so leicht aufzuspüren oder aufzuhalten. Angriffe über das Internet könnten die finanziellen, kommunikativen und militärischen Ressourcen ernsthaft gefährden. Hat der Präsident Mittel und Wege, geheime Informationen zu schützen? Ist dieses Wissen womöglich im Buch der Geheimnisse festgehalten? Könnte im Zeitalter von Smartphones und iPads das geheime Wissen der US-Präsidenten digital gespeichert, abgefragt und sogar umhergetragen werden? Sieht man Präsident Barack Obama deshalb ständig mit seinem BlackBerry? Ist sein Wissen darin vor undichten Stellen oder sogar Cyberangriffen sicher?
Man könnte alles auf ein iPad laden, aber wäre das wirklich sicher? Es soll sich ja niemand einhacken können. Technologie ist toll, aber manchmal ist die Zettel- und Stiftmethode effektiver. Der Präsident ist sehr gut vernetzt. Deshalb wurde er unter anderem gewählt. Er besteht darauf, sein BlackBerry immer dabei zu haben. Wie bei jedem Telefon ist es so, dass seine Gespräche, egal mit wem und worüber, durch Abfangen elektronischer Signale abgehört werden können. Es ist also möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass die Gespräche des US-Präsidenten von jemandem mitgehört werden, der nicht mithören soll. Der neue Präsident wollte sein Smartphone behalten und man hat eine Lösung gefunden. Man hat eine abhörsichere Version nachgebaut. So kann er wenigstens mit einigen Leuten Kontakt halten. Präsident Obama und andere Mitarbeiter des Weißen Hauses haben zwar abhörsichere Telefone. Die Gefahr, dass diese in die falschen Hände geraten könnten, besteht aber trotzdem. Auf einem iPhone, wie ich es hier in der Hand halte, kann man ungefähr 1750 Kopien von jedem Harry Potter Band speichern. Das sind unglaubliche Speicherkapazitäten. Wenn man sich überlegt, wie viele geheime Regierungsinformationen man darin aufbewahren könnte, das ist einfach erstaunlich. Man hätte geheime Zugangscodes, Wegbeschreibungen zu geheimen Verstecken. Wenn man dieses kleine Gerät in die Finger bekäme, wüsste man alles. Was aber, wenn der Feind es in die Hände bekommt und dem Besitzer wieder unterschiebt, bevor der merkt, dass es verschwunden war? Innerhalb von 15 Minuten kann man eine Software aufspielen, die unbemerkt läuft und aus einem BlackBerry oder anderen Smartphones gefährliche Überwachungsgeräte macht. Bei einer Konferenz in New Orleans wurden einigen Mitarbeitern des Weißen Hauses die BlackBerries gestohlen. Sie sind später zwar zurückgegeben worden, allerdings mussten alle Daten gelöscht und die Geräte komplett auseinandergenommen werden. Die Gefahr, dass eine Software großen Schaden anrichten kann, war zu groß und das hat nichts mit Science Fiction zu tun. Sicherheitsmängel wie diese scheinen immer harmlos zu sein. Es kommt einem zu einfach vor. Wenn es jedoch um den Präsidenten der Vereinigten Staaten geht, sind wir auf der Hut. Jedes Telefon, jedes elektronische Gerät kann ein Sender und ein Empfänger sein. Ein Telefon könnte bestimmte Radiofrequenzen im Oval Office auffangen und übertragen. Wir haben das selbst schon mal gemacht. Wir standen vor Botschaften und zapften Schreibmaschinen an. Wir konnten alles wiedergeben, was auf diesen Maschinen getippt wurde. Als Michael Born zum Direktor der Situation Room ernannt wurde, erkannte er ähnliche Schwachstellen. Es gab keinerlei Schutzschild an den Fenstern. Ich sagte, dass jemand gegenüber im Hay Adams Hotel sitzen und die Gespräche im Oval Office mithören könnte. Ich habe getobt, aber der Secret Service meinte nur, kein Problem, wir haben das im Griff. Ich ließ die Fenster des Situation Room mit einem feinen Metallnetz abdecken, das bestimmte Arten von Strahlung weder hinein noch herauslässt. Im Juli 2009 brachen Computersysteme im Weißen Haus, im Pentagon und an der New York Stock Exchange zusammen. Kurz danach verschwanden Webseiten des Außen- und des Heimatschutzministeriums und Server des Finanzministeriums, der National Security Agency und des Pentagon wurden lahmgelegt. Diese Angriffe waren vermutlich die Arbeit von Computerhackern, die von Nordkorea aus agiert haben sollen. Diese Angriffe laufen auf einen Spionageangriff hinaus. Damit sollte unsere Verteidigung ausgekundschaftet oder anders gesagt, das Schlachtfeld für einen Cyberkrieg vorbereitet werden. Der Schaden hielt sich in Grenzen und es gab keinen Versuch, Regierungssysteme zu kontrollieren. Allerdings deckte der Angriff eine Schwachstelle auf, die seit 1985 existierte. Damals wurden im Weißen Haus unter Präsident Ronald Reagan erstmals E-Mails versendet.
Wenn Sie oder ich eine E-Mail versenden, hat es keine Folgen, wenn der Falsche sie liest. Wenn jemand im Weißen Haus eine E-Mail verschickt und diese abgefangen wird, könnten Menschen sterben. Die USA sind Tag für Tag tausenden Cyberangriffen ausgesetzt. Wäre es machbar, sich irgendwo einzuhacken, wo es streng geheime Informationen gibt, beziehungsweise Informationen, die neu sind? Wäre es möglich, einen Computer in eine Art trojanisches Pferd zu verwandeln und ein Roboternetz zu erschaffen, sodass unsere eigenen Computer gegen uns verwendet oder abgeschaltet werden können? Kurz vor dem Hackerangriff im Juli 2009 hatte Präsident Barack Obama seinen Verteidigungsminister Robert Gates angewiesen, im Pentagon eine Cyber Division zusammenzustellen, die sowohl defensiv als auch offensiv Fähigkeiten besitzt. Cyberspace is real, and so are the risks that come with it. Al-Qaeda and other terrorist groups have spoken of their desire to unleash a cyber attack on our country. Wie leicht ließen sich die computergespeicherten Geheimnisse des Landes aufdecken? Welche Folgen würde es haben, wenn durch einen Cyberangriff unsere Stromversorgung ganz oder teilweise lahmgelegt würde? Im ganzen Land würde Chaos ausbrechen. Während das Informationszeitalter eine neue Ära von Hightech-Spionage eingeleitet hat, sieht sich der Präsident nach wie vor auch Methoden aus dem Kalten Krieg gegenüber. Würde ein Buch der Geheimnisse Informationen über Spione enthalten, die ins Weiße Haus eingeschleust wurden? Mir ist nicht bekannt, dass jemals eine Wanze im Oval Office oder im Situation Room gefunden wurde. Das bedeutet aber nicht, dass es noch nie vorgekommen ist. In den 1990ern gab es einen Fall, wonach ein russischer Geheimdienstagent ein Abhörgerät ins Außenministerium geschmuggelt hat. Das ist ziemlich nah dran. Der KGB hat immer versucht, Leute im Weißen Haus einzuschleusen. Soweit ich weiß, ist ihnen das während des Kalten Krieges nicht gelungen. In der unruhigen Übergangszeit vom alten Sowjetsystem bis zur Stabilisierung Russlands unter Putin kam in Moskau einiges ans Licht. In dieser Zeit haben die Leute viel geplaudert, aber wir haben nie etwas darüber gehört, dass sich ein russischer Spion im Weißen Haus aufgehalten hat. Ausländische Geheimagenten sind aber nicht die häufigste Ursache dafür, dass geheime Informationen kompromittiert werden oder an die Öffentlichkeit gelangen. Viel mehr Gefahr geht von den engsten Mitarbeitern des Präsidenten aus. Undichte Stellen sind ein Albtraum. Da wird jeder amerikanische Präsident wütend und keiner ist davor sicher. Zudem ist die Aufklärung reine Zeitverschwendung, weil sich undichte Stellen nur schwer zurückverfolgen lassen. Nixon gründete die sogenannte Klempner-Einheit, die die Löcher stopfen sollte. Das hat aber nicht funktioniert und trug letztendlich zum Watergate-Skandal bei. Undichte Stellen waren für jeden Präsidenten, einschließlich Obama, mit großem Aufwand, Rätselraten und Ärger verbunden. Jeder US-Präsident, wahrscheinlich seit George Washington, hat gesagt, es wird keine undichten Stellen geben. Im Sommer 2010 wurde der Albtraum der US-Regierung wahr, als die Website WikiLeaks zehntausende geheime Dokumente und private E-Mails veröffentlichte. Die Dokumente enthielten komplexe Details amerikanischer Militäroperationen in Afghanistan und schienen von einer Quelle innerhalb des Nachrichtendienstes der US Army zu kommen. Wenn das wahr ist, wären dann auch Informationen aus dem Buch der Geheimnisse in Gefahr? Manche Menschen denken, dass man in Washington kein Geheimnis bewahren kann.
Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Es gibt viele Geheimnisse, die nie an die Öffentlichkeit gelangt sind. Die Präsidenten kennen Geheimnisse, die das Weiße Haus nie verlassen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Geschäfte der Regierung nicht sichtbare Geschäfte sind. Das betrifft bestimmte Nachrichtendienste und geheime Militäroperationen. Darüber wissen wir nichts. Ist es in einer Zeit von Cyberangriffen und Regierungsinformanten möglich, dass ein Buch voller Geheimnisse existiert, ohne dass sein Inhalt je enthüllt wurde? Und wenn ja, was könnte der Präsident darin über die Mythen, Rätsel und Skandale lesen, die das Weiße Haus umgeben? Wenn die US-Präsidenten wirklich über geheimes Wissen verfügen, dann gehören dazu sicher auch Mythen, Rätsel und Verschwörungstheorien. Jeder stellt sich die Frage, wenn ich einige der größten Geheimnisse der USA erfahren könnte, welche würde ich wählen? Heutzutage wären das wahrscheinlich die Dinge, die auch Präsident Clinton brennend interessierten. Wer hat Präsident Kennedy erschossen? Leben unter uns Aliens? Oder werden sie womöglich in einem versteckten Labor gefangen gehalten? Wie haben sich unsere Technologien entwickelt? Stammt der Klettverschluss tatsächlich von Aliens, wie es in manchen Büchern behauptet wird? Könnte ein geheimes Buch dem Präsidenten die Wahrheit über alles verraten, was er wissen will? Könnte er so an die geheimsten Informationen der Nation kommen? Darf er Akten einsehen, deren Schließung angeordnet wurde? Theoretisch darf er alles erfahren. Tatsächlich hüten aber viele Nachrichtendienste ihre Geheimnisse. Vieles möchte der Präsident auch nicht wissen. Sobald man US-Präsident ist, braucht man keine Freigabe mehr. Man muss keine Regeln befolgen und es gibt keine Geheimnisse. Soweit ich weiß, wollen neue Präsidenten immer wissen, was ihre Vorgänger so angestellt haben. Seit dem Zweiten Weltkrieg hüllen wir uns in Geheimnisse. Alles wird geheim gehalten. Die Öffentlichkeit weiß nur wenig. Das Nationalarchiv ist mit 408 Millionen Seiten geheimer Aufzeichnungen im Rückstand. Obwohl der Kongress ein Gesetz zur Freigabe aller Akten zum Kennedy-Attentat verabschiedet hat, hält die CIA bis heute etwa 50.000 Seiten darüber zurück. Wenn es ein Buch der Geheimnisse gäbe, könnte es dann all die Verschwörungstheoretiker zum Schweigen bringen, die behaupten, Präsident George W. Bush hätte schon vorher von den Anschlägen des 11. September 2001 gewusst? Die Bush-Regierung stand nicht besonders hoch im Kurs. Bushs Umfragewerte waren ziemlich niedrig. Also musste ein Feind her. Bush wollte den Kalten Krieg mit einem neuen Feind aufleben lassen und stürzte sich auf Al-Qaida. Es soll Warnungen gegeben haben, wonach die USA mit Flugzeugen angegriffen werden würden. Bush soll das gewusst und die Angriffe geschehen lassen haben, um seinen Feind zu bekommen. Einer noch ausgefalleneren Version zufolge sollen die Flugzeugentführer amerikanische Geheimdienstagenten gewesen sein. Wenn diese Behauptungen auch nur ansatzweise wahr sind, hätten Bushs politische Gegner diese Informationen dann nicht gegen ihn verwendet? Ich halte mich immer an die Regel der Pennsylvania Avenue. Sag nichts, es sei denn, du willst, dass es herausposaunt wird. Denn undichte Stellen gibt es überall. Wenn der Präsident den 11. September inszeniert hätte, wäre das mit Sicherheit herausgekommen.
Menschen glauben an Verschwörungstheorien, weil sie die Regierung nur aus der Ferne sehen. Sie sehen nicht, dass es in diesen lauten, undichten Strukturen keine Verschwörungen geben kann. Dieses System ist extrem dynamisch und komplex. Die verschiedenen Behörden haben unterschiedliche Gewohnheiten und Muster. Es ist viel zu chaotisch für eine Verschwörung. Abgesehen davon gibt es solche Theorien schon seit den Anfängen unserer Gesellschaft. Die Menschen wollen nicht akzeptieren, dass derartiges einfach nur zufällig passiert. Eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien stammt aus dem Jahr 1947. Damals berichtete das US-Militär, dass bei Roswell im US-Bundesstaat New Mexico ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt sei. Die Regierung revidierte diesen Bericht schnell. Dennoch sind Anhänger der Theorie davon überzeugt, dass das Raumschiff und die Crew auf eine geheime Militärbasis im US-Bundesstaat Nevada gebracht wurden, die Area 51 genannt wird. Area 51 liegt im absoluten Niemandsland. Man fährt auf einer langen, unbefestigten Straße mit Bewegungssensoren. Das Sicherheitspersonal weiß also, wenn sich jemand nähert. Am Ende steht man vor unzähligen Schildern, ohne dass es eine klare Grenze gibt. Weiter als bis dahin möchte man nicht unbedingt fahren. Man wird von Wachmännern in Pickup-Trucks beobachtet. Das bedeutet natürlich, dass es immer wieder Leute gibt, die hinter die Geheimnisse um die Aliens kommen wollen. Kann diese unglaubliche Geschichte wahr sein? Und wenn ja, würde der US-Präsident darüber Bescheid wissen? Ich denke, das hängt vom Humor des Präsidenten ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige nach der Amtsübernahme ihren Vorgänger fragten, was ist dran an Alien-Technologie? Die Sache mit den Außerirdischen ist interessant und wir haben uns sogar damit beschäftigt. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass diese Außerirdischen wirklich existieren. Wir haben das eine Zeit lang untersucht, sind aber zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen. Der Grund für die Geheimnistuerei um Area 51 ist, dass die Air Force dort hochentwickelte Flugzeuge testet. Darunter Überwachungsflieger und Tarnkappenjäger. Auch Waffensysteme werden angeblich dort entwickelt, zumindest laut Regierung. Viele Leute sehen darin aber die perfekte Tarnung für eine Lagerhalle, in der ein Raumschiff, Überreste von Aliens oder sogar lebende Aliens versteckt werden. In den vergangenen Jahren haben Präsidenten die Debatte unabsichtlich oder wissentlich immer wieder angeheizt. 1969 war Jimmy Carter auf dem Weg zu einem Lions Club-Meeting. Er und ein Dutzend anderer Leute sahen etwas, das einige von ihnen als unidentifiziertes Flugobjekt erkannten. Es war hell beleuchtet, wechselte seine Farbe, kam auf sie zu und schwebte dann hinter einem Wäldchen in der Luft. Carter war ziemlich aufgewühlt und hat das nie vergessen. Erst 1973, als er schon Gouverneur von Georgia war, meldete er den Vorfall einer UFO-Behörde. Unter Präsident Clinton gab es eine Untersuchung der Area 51. Es liefen sogar einige Gerichtsverfahren. Die Clinton-Regierung hat sich dann aber auf Geheimhaltung berufen und keine Informationen über die Area 51 herausgegeben. Diese Geheimnistuerei spornt natürlich jede Menge Gerüchte und Spekulationen an. In Interviews gab Präsident Clinton später zu, dass keinerlei Beweise für die Existenz von Außerirdischen gefunden wurden. Er hat gesagt, dass er zwar keine Beweise gefunden habe, es aber nicht das erste Mal gewesen sei, dass Bürokraten einen Präsidenten belügen. Dass die US-Regierung versucht, Attentate und Aliens zu verschleiern, mag weit hergeholt sein. Dennoch lebt der US-Präsident ein gefährliches Leben.
Fast täglich werden geplante Attentate auf den Präsidenten oder seine Familie aufgedeckt. Wie werden diese Pläne vereitelt? Steht im Buch der Geheimnisse vielleicht geschrieben, wie der mächtigste Mann der Welt beschützt werden kann? Sie folgen ihm. Sie beobachten ihn. Sie beschützen ihn mit ihrem Leben. Sie sind der Secret Service. Wäre der Präsident im Besitz eines Buches der Geheimnisse, würden Sie es wissen und Stillschweigen darüber bewahren. Bevor der Secret Service jemanden beschützt, findet eine Einweisung statt. Bei einem neuen Präsidenten ist diese Einweisung recht umfangreich. Ich darf keine Einzelheiten nennen, aber der Präsident bekommt einen Überblick über sein künftiges Leben. Wenn jemand unter Personenschutz steht, wird er natürlich auf Schritt und Tritt verfolgt, außer im Badezimmer und in den Privatgemächern. Dann bleiben die Agenten vor der Tür. Wir hatten Monitore, die uns jederzeit den Standort des Präsidenten und des Vizepräsidenten sowie ihre Familien verrieten. Dort stand dann POTUS, also President of the United States, und zum Beispiel Oval Office oder POTUS Marine One oder POTUS Camp David. Wir wussten immer, wohin er unterwegs war oder wo er sich aufhielt. Natürlich hatten nur diejenigen solche Monitore, die Bescheid wissen mussten. Es gibt einen Türspion vom Zimmer des Beraters und der Sekretärin des Präsidenten ins Oval Office. Er wird benutzt, um Meetings zu verfolgen und zu sehen, ob alles nach Plan läuft und es dem Präsidenten gut geht. Clinton und Obama haben das Gleiche gesagt. Sie kommen sich vor wie in einem goldenen Käfig, fast wie im Gefängnis. Erst wenn man seine Anonymität verliert, weiß man, wie kostbar die Privatsphäre ist. Man lebte sehr isoliert. Es gab nicht viele junge Leute. Deswegen haben wir unsere Zeit mit den Angestellten oder den Mitarbeitern des Secret Service verbracht. Mein ältester Sohn sagt noch heute, es war toll. Ich wurde in einer schwarzen Limousine chauffiert. Das große Eisentor öffnete sich für mich und wurde hinter mir wieder geschlossen. Es kam mir vor, als wäre mein Zuhause ein Gefängnis. Das ist wohl etwas übertrieben. Ich fand es nicht so schlimm, aber für ihn war es das wohl. Der Secret Service wurde 1865 vom Finanzministerium ins Leben gerufen, als Ermittlungsbehörde gegen Finanzkriminalität. Nachdem Präsident William McKinley 1901 einem Attentat zum Opfer fiel, wurde der Secret Service zur offiziellen Leibwache des Präsidenten ernannt. Heute untersteht der Secret Service dem Heimatschutzministerium. Tausende Agenten in Uniform und in Zivil sorgen für die Sicherheit des Präsidenten. Es gibt einige Personen, die den Präsidenten permanent bedrohen. Sie sind bekannt und es ist ihnen egal, wer gerade Präsident ist. Der Secret Service sorgt sich aber eher um diejenigen, die er nicht kennt und die den Präsidenten nicht offen bedrohen. Könnte ein Buch der Geheimnisse den Präsidenten auf die Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten, die er als Träger des höchsten Amtes der Nation befolgen muss? Ich veranschauliche das mal anhand von öffentlichen Auftritten. Der Präsident ist zwar durch eine Absperrung geschützt, aber wenn er Hände schüttelt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Der Secret Service trainiert seine Mitarbeiter für solche Situationen. Jeder Agent sieht die Menschen in der Menge anders, weil jeder seine eigene Methode hat. Ich habe den Leuten immer in die Augen geschaut. In ihren Augen konnte ich sehen, ob sie in die Menge gehören oder nicht und was sie gerade denken. Alle Agenten suchen nach Auffälligkeiten. Leute mit den Händen in den Taschen. Leute, die nicht an dem Ereignis interessiert sind. Alles, was merkwürdig erscheint.
In einer Menschenmenge befinden sich immer auch Agenten in Zivil und ohne Knopf im Ohr. Sie bewegen sich in der Menge und nehmen Leute ins Visier, die eine Bedrohung darstellen könnten. Er hat hunderte Leibwächter. Was man sieht, ist bloß die Spitze des Eisberges. Der Präsident wird von einer ganzen Entourage begleitet. Wohin er auch geht, er wird von einer Kolonne mit 26 Fahrzeugen begleitet. Das sind nicht nur seine Leibwächter, sondern auch Polizisten auf Motorrädern, Ärzte, sein ganzer Stab und die Presse. Dafür braucht man eine Menge Fahrzeuge. Es gibt dreidimensionale Modelle der Fahrstrecken. Die Positionen der Scharfschützen werden festgelegt. Der Secret Service entfernt alle Briefkästen auf der Strecke, da sich darin Bomben befinden könnten. Gullydeckel werden verschweißt, damit niemand Sprengsätze in den Kanalschächten verstecken kann. Bei Obamas Amtseinführung sind er und seine Frau Michelle zweimal aus der Limousine ausgestiegen. Die Orte waren genau abgesprochen. Ob die Veranstaltungen geplant sind oder nicht, jeder einzelne Schritt wird einstudiert. Das ist notwendig. Diese umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen machen aus jeder Fahrt durch die Stadt eine überaus komplizierte Operation. Sogar ein Besuch bei Freunden erfordert die Anwesenheit des Secret Service. Bevor Präsident Bush und seine Frau Laura zum Abendessen zu Clay und Ann Johnson fahren konnten, wurde das Haus vom Secret Service unter die Lupe genommen. Im Keller wurde eine Einsatzzentrale eingerichtet. Vor dem Haus wurden Verkehrskegel aufgestellt, damit dort niemand parken konnte. Sie fragten Ann Johnson sogar, welchen Wandschrank sie im Fall eines Angriffs benutzen dürften. Sie haben spezielle Lampen eingebaut. Ich fragte, was das soll. Und mir wurde gesagt, dass der Präsident in diesen Schrank gebracht werden würde, sollte etwas passieren. Ich sagte, dass der Schrank für mehrere Personen zu klein ist. Darauf er, der Platz muss nur für mich und den Präsidenten reichen. Ich fragte, was wir anderen tun sollten. Ich bekam einen Blick zurück, der sagte, ihr seid auf euch gestellt. In einem Buch der Geheimnisse würde sicher auch stehen, was bei einem Angriff auf den Präsidenten zu tun ist. Wer hat in einem solchen Fall das Kommando? Der Präsident oder seine Leibwächter? Letzten Endes hat der Präsident das Sagen. So steht es im Gesetz. Das kommt allerdings auf die Situation an. Im Fall der Fälle verlässt er sich auf den Secret Service. Bei einer Schießerei zum Beispiel reagiert der Secret Service einfach, ohne um Erlaubnis zu fragen, und bringt den Präsidenten in Sicherheit. Der Secret Service ist immer da. Sie wissen, wo der Präsident ist. Sie beobachten ihn. Sie wissen, wen er dabei hat. Sie überwachen ihn und wissen, was vor sich geht. Der Secret Service ist immer an der Seite des Präsidenten. Dennoch haben die Agenten keinen Zugang zu seinem geheimen Wissen. Könnte es jedoch Informationen geben, die sogar dem ranghöchsten US-Politiker vorenthalten werden? Informationen über geheime Programme und Einrichtungen, die, ob sie nun in einer Akte, einer Datei oder einem Buch stehen, nicht einmal in die Hände des Präsidenten der Vereinigten Staaten gelangen dürfen? Wenn der US-Präsident davon nichts weiß, wer dann? Die Amtszeit eines Präsidenten ist gesetzlich auf 4 oder 8 Jahre beschränkt. Aus diesem Grund wird vermutet, dass Mitarbeiter, Geheimdienstoffiziere oder Militärführer, die ihre Positionen wesentlich länger innehaben, bestimmte Geheimnisse nicht preisgeben. Entspricht das der Wahrheit? Gibt es Wissen,
das so wichtig für die nationale Sicherheit ist, dass nicht einmal der Präsident eingeweiht werden darf? Ist es so geheim, dass es nicht einmal im Buch der Präsidenten erwähnt wird? Eine interessante Frage. Kann dem Präsidenten der Zugang verweigert werden? Die Antwort ist nein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das rechtlich durchsetzen will. Das heißt jedoch nicht, dass der Präsident jedes Detail aller geheimen Akten kennen muss. Einiges wird er wissen müssen, anderes weiß er vielleicht besser nicht. Es muss gut überlegt sein, wieso der Präsident einige Geheimnisse nicht erfahren darf. Wer entscheidet, dass diese Information nicht mit unserem Oberbefehlshaber, Staatsoberhaupt und Regierungschef geteilt werden darf? Und wenn es so ist, ich betone, wenn das wahr wäre, auf welcher Grundlage kann jemand diese Entscheidung treffen? Ist das verfassungsmäßig möglich? Ist das legal? Und am wichtigsten, ist das gesund für unser Land? Is it healthy for the country? First, let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities. Es ist schwer zu beweisen, dass Regierungsgeheimnisse absichtlich zurückgehalten werden. Tatsache ist jedoch, dass ein Präsident nicht über jede Einzelheit informiert werden kann. Theoretisch darf er alles wissen. Tatsächlich werden die Informationen aussortiert. Jemand muss sagen, das ist wichtig, das nicht, das dringend, das nicht. Global gesehen gibt es einfach zu viele Informationen. Jemand hat mal ausgerechnet, dass die Sonntagsausgabe der New York Times mehr Wissen vermittelt, als ein englischer Dorfbewohner aus dem 16. Jahrhundert in seinem ganzen Leben aufgenommen hätte. Viele Geschäfte der Regierung sind unsichtbare Geschäfte. Über bestimmte Nachrichtendienste und geheime Militäroperationen wissen wir nichts. Vieles davon kommt irgendwann heraus, weil zum Beispiel Bücher darüber geschrieben werden. Viele geheime Operationen im Ausland wurden jedoch nie aufgedeckt. Und ebenso wenig das Ausmaß, in dem die amerikanischen Geheimdienste die Bewohner dieses Landes manipuliert und kontrolliert haben. Anfang der 1960er Jahre haben die Joint Chiefs of Staff einen Plan mit dem Namen Operation Northwoods ausgearbeitet. Dieser Plan sah Angriffe auf amerikanische Bürger in Form von Flugzeugentführungen vor. Die Schuld wollten sie Kuba in die Schuhe schieben, um einen Vorwand für die Invasion des Landes zu haben. Das kam erst in den 1990ern ans Licht. 30 Jahre lang wurde das geheim gehalten. Wie werden geheime Militäroperationen und Forschungsprogramme finanziert? Müssen dem Präsidenten die Mittel zur Sicherstellung dieses Budgets nicht beschrieben werden? Etwa in einem Buch der Geheimnisse? Bräuchte er nicht zum Beispiel Informationen über sein schwarzes Budget? The Black Budget. Das schwarze Budget ist das Budget für die geheimen Ausgaben. Der Kongress hat keinen Einblick in diese Konten. Ein großer Teil dieses Budgets fließt in die Verteidigung, in einen Bereich namens Forschung, Entwicklung, Erprobung und Auswertung. Das Dokument kann man aus dem Internet herunterladen. Wenn man es öffnet und sich anschaut, entdeckt man einige seltsame Dinge, zum Beispiel Codenamen wie Pilotfish oder Retract Large. Diesem Bereich werden Millionen Dollar zugeteilt und es gibt keine Rechtfertigung für die Ausgaben. Viele der Projekte, die mit dem schwarzen Budget finanziert werden, umfassen geheime Regierungs- oder Militäranlagen, die über das gesamte Land verstreut sind. Der Dugway Proving Ground im US-Bundesstaat Utah dient angeblich als Testgelände für die Abwehr von biologischen und chemischen Angriffen. Und die Vandenberg Air Force Base in Kalifornien gilt als Abschussbasis für Spionagesatelliten.
Was an diesen Orten geschieht, hängt natürlich von den Projekten ab, die dort laufen. Die Tonopah Test Range dient der Durchführung von Flugerprobungsprogrammen. Dort werden experimentelle Technologien getestet und die Ergebnisse zur Auswertung an die Geheimdienste weitergeleitet. Ein neuer Präsident weiß genau, dass er nicht über Einzelheiten informiert wird, die laufende Geheimexperimente und Forschungsprogramme betreffen. Wovon er vielleicht keine Vorstellung hat, ist die Größe dieser schwarz finanzierten Schattenwelt. Theoretisch hat der Präsident Zugang zu allem, in der Praxis sieht das anders aus. Es ist nicht unbedingt so, dass man dem Präsidenten etwas verheimlicht. Es gibt einfach so viele Geheimnisse und so viele Pläne, dass etwas durchaus erst im letzten Moment bis zum Präsidenten durchsickert. Viele von uns haben den Eindruck, dass die Regierung einiges zu verbergen hat, unter anderem auch geheime Flugzeuge. Aber das schwarze Budget beträgt 30 bis 50 Milliarden Dollar im Jahr. Da wird einem das enorme Ausmaß erst richtig bewusst. An seinem ersten Tag hat Präsident Obama eine Anordnung unterzeichnet, die besagt, dass diejenigen, die Beweislast zu tragen haben, die etwas geheim halten wollen, und nicht diejenigen, die etwas aufdecken wollen. Er erkennt damit an, dass die Regierung zu viele Geheimnisse hat. Wenn das Buch der Geheimnisse den Präsidenten nicht über alle verdeckten Operationen der Regierung aufklärt, wohin und an wen könnte er sich wenden? Wäre es möglich, dass jemand seine eigenen Pläne mit den Vereinigten Staaten von Amerika hat? Pläne, die so geheim sind, dass keiner wagt, darüber zu schreiben. Nicht einmal im Buch der Präsidenten. Die Freimaurer. Der Council of Foreign Relations. Die neue Weltordnung. Skull and Bones. Viele Menschen glauben, dass Amerika von geheimen Vereinigungen regiert wird. Von schattenhaften Gestalten, deren Motive im Dunkeln liegen und die geheime Regeln befolgen. Wenn das stimmt, müsste das Wissen über diese geheimen Bündnisse und ihre Absichten nicht jedem Präsidenten zugänglich gemacht werden? Um die Antwort darauf zu finden, reicht möglicherweise ein Blick in den engsten Umkreis des Präsidenten. Seine Berater haben Macht und Einfluss und sind häufig nicht offiziell gewählt. Sie ziehen sozusagen die Fäden. Der Präsident muss vielen Menschen vertrauen. Obwohl er weiß, dass er nicht allen wirklich vertrauen kann. Ihm muss bewusst sein, dass sich früher oder später zumindest einige von ihnen als nicht vertrauenswürdig erweisen. Politiker wittern immer und überall Verschwörungen. Eine Verschwörung gegen uns, eine Verschwörung gegen sie. Als ich unter George Bush Senior in der Politik anfing, waren einige international vernetzte Gruppen sehr gefürchtet. Der Council on Foreign Relations galt als eine Vereinigung böser Buben, die die Weltherrschaft übernehmen wollten. Der Präsident weiß, dass er niemandem trauen kann. Nur einem Hund könnte er bedingungslos trauen. Jeder, der Zugang zu einem Präsidenten oder auch nur einem Kandidaten hat, versucht, ihn zu beeinflussen. Jedes Mal, wenn jemand Informationen für den Präsidenten hat, will er sich damit nur seinen eigenen Vorteil verschaffen. Bei so viel Macht und so viel Geld in einer Stadt gibt es sehr viele Leute, die mitreden wollen. Nein.
Präsident Obama hat mir in einem Interview verraten, dass er keine Ja-Sager um sich haben will. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder genau diese Ja-Sager, die erst ihre Zustimmung bekunden und letztendlich doch Einwände haben. Weil die Leute eingeschüchtert sind und nicht mit dem Präsidenten diskutieren wollen, bekommt er oft nicht die Informationen, die er braucht. Der Präsident ist gesellschaftlich und informationstechnisch oft isoliert, was in Washington als Gefangen in der Blase bezeichnet wird. Um dieses Problem zu lösen, wenden sich Präsidenten häufig an Berater außerhalb des Weißen Hauses. Der Terminus dafür ist Küchenkabinett. Das sind Berater, die der Präsident nicht ernannt hat, die nicht vom Kongress bestätigt wurden und die trotzdem sehr mächtig und einflussreich sind. Ronald Reagan war schon recht alt, als er das Amt antrat. Er hatte ein langes Leben hinter sich, hatte viele Freunde und enge Freunde und viele Menschen waren ihm gegenüber absolut loyal. Er nahm nur eine Handvoll mit ins Weiße Haus. Zum Beispiel Verteidigungsminister Weinberger oder Außenminister Schulz. Die anderen kamen nur zu Besuch und waren sein Küchenkabinett. Jeder Präsident kennt solche Leute, was manchmal problematisch ist. Seine offiziellen Berater, die er ernennt, werden vom Kongress und der Öffentlichkeit unter die Lupe genommen. Ihre Hintergrundgeschichte wird überprüft und sie müssen in ihrer Position bestätigt werden. Die anderen Berater sind Privatpersonen, die ein Recht auf ihre Privatsphäre haben und auch privat bleiben. Wo schließen die Präsidenten diese wichtigen Allianzen? Oftmals gehen sie auf die Studienzeit zurück, in der lebenslange Freundschaften geschmiedet werden. Yale ist eine Hochburg der Elite. Viele amerikanische Präsidenten waren da. Unter anderem George Bush Senior und George W. Bush. George W. Bush und ich waren gute Freunde in Yale. Wir waren in derselben Studentenverbindung und haben gemeinsam Partys gefeiert. John Kerry, der spätere Senator und Präsidentschaftskandidat, war ein Jahr über mir. Joe Lieberman, der Senator aus Connecticut, war 3 Jahre über mir. Im dritten Jahr meines Jurastudiums lernte ich Hillary Rodham kennen. Nach dem Abschluss stellte sie mir jemanden vor, von dem sie glaubte, dass er eine große politische Zukunft hat. Das war Bill Clinton. Deuten diese Beziehungen darauf hin, dass man das höchste Amt der Nation nur unter bestimmten Voraussetzungen ausüben kann? Gäbe es in einem Buch der Geheimnisse auch Informationen über eine geheime Organisation, die im Weißen Haus die Fäden zieht? Verschwiegenheit ist ein wichtiges Machtinstrument. Wenn man etwas tun kann, ohne Rechenschaft darüber ablegen zu müssen, ist man sehr mächtig, fast wie ein König. Eine bestimmte Studentenverbindung steht dabei stärker unter Verdacht als andere. Skull and Bones ist die wahrscheinlich elitärste und mächtigste aller Geheimgesellschaften. Ihr Sitz liegt mitten auf dem Campus der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut. Zu ihren Mitgliedern gehören die einflussreichsten Amerikaner. Zu den früheren Mitgliedern von Skull and Bones gehören Präsidenten, Senatoren, Kongressabgeordnete, CIA-Funktionäre. Die Liste ist sehr lang. Die Mitglieder kommen an die Macht, haben Geld und Beziehungen. Und alles nur aufgrund dieser Gemeinsamkeit. Die Legende um Skull and Bones wird immer weiter gestrickt. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass sich die Präsidenten in den letzten Jahren hauptsächlich mit Leuten umgeben haben, die aus dem Nordosten der USA kommen oder aus der Finanzwelt oder von Elite-Universitäten oder alles zusammen. Das Ziel von Skull and Bones ist es, seine Mitglieder an die Macht zu bringen. Sobald ein Bonesman Macht hat, verschafft er seinen Verbindungsbrüdern ebenfalls prestigeträchtige Positionen. Steht da eine besondere Absicht dahinter? Wollen sie die Weltherrschaft an sich reißen? Nein, das ist nur eine weitere Verschwörungstheorie. Trotz aller Verschwörungstheorien um die Präsidenten
sind sie Menschen aus Fleisch und Blut. Aus diesem Grund würden sich die wichtigsten Kapitel im Buch der Geheimnisse wahrscheinlich mit dem physischen, emotionalen und mentalen Wohlbefinden des Präsidenten beschäftigen. Das letzte Kapitel des geheimen Buches der Präsidenten widmet sich wahrscheinlich dem bedeutsamsten Thema von allen: der körperlichen und geistigen Gesundheit des amerikanischen Regierungschefs. Die Nation steht nur hinter ihrem Präsidenten, wenn sie sicher sein kann, dass er körperlich für die Ausübung des Amtes geeignet ist. Sein Gesundheitszustand kann die Börse und die Wirtschaft beeinflussen, sowie Al-Qaida und andere Feinde in ihren Aktionen gegen die Vereinigten Staaten bestärken. Man könnte sagen, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten aus Gründen der nationalen Sicherheit und der Wirtschaftsstabilität verheimlicht werden darf. Kein anderes Staatsoberhaupt hat weltweit so viel Macht und Einfluss wie der amerikanische Präsident. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ihre Gesundheit ist wichtig, aber die Präsidenten sind in dieser Hinsicht nicht sehr mitteilungsbedürftig. Die Verantwortung für die Gesundheit des Präsidenten liegt in den Händen seines Privatarztes, von dem er 24 Stunden am Tag begleitet wird. Wenn der Präsident krank ist, ist das das Problem des Arztes. Seine Mitarbeiter sagen, der Präsident sieht müde aus, kümmern Sie sich darum. Es ist eine große Herausforderung, mit dem Erbe früherer Regierungen klarzukommen. Das heißt, wenn es medizinische Probleme gibt, darf die Presse davon nichts erfahren. Sie werden verheimlicht und notfalls abgestritten. In der Vergangenheit wurden große Anstrengungen unternommen, um die Krankheiten der Präsidenten zu verbergen. Woodrow Wilson erlitt 1919 einen Schlaganfall, woraufhin seine Frau die Geschäfte geführt haben soll. Franklin D. Roosevelt verheimlichte, dass er von der Hüfte abwärts gelähmt war und zudem viele andere Beschwerden hatte. Eine Hirnblutung führte 1945 zu seinem Tod. Let the word go forth that the torch has been passed to a new generation of Americans. John F. Kennedy hatte ständig Schmerzen. Er litt seit seiner Kindheit an der Addison-Krankheit. Er hatte schlimme Rückenschmerzen und hätte er nicht täglich Schmerzmittel bekommen, hätte er nur regungslos im Bett liegen können. Während seiner Präsidentschaft war er also entweder mit Medikamenten vollgepumpt oder er hatte fürchterliche Schmerzen. Das haben damals nur wenige Freunde gewusst. Wenn ein Reporter dahinter kam, dann hat dieser nicht darüber gesprochen. Würde ein Buch der Geheimnisse auch Informationen über die Mittel beinhalten, mithilfe derer die Gesundheit des Präsidenten gepflegt werden kann? Und wäre die nationale Sicherheit dabei gewährleistet? Wir sind für entsprechende Fälle ausgestattet, etwa im Fall einer biochemischen Kriegsführung, dürfen aber nicht darüber sprechen. Im Bethesda Naval Hospital gibt es eine Privatstation, die gepanzert ist und über eine eigene Luft- und Wasserversorgung verfügt. Sie ist bombensicher und abgeriegelt. Diese Station ist völlig unabhängig vom Rest des Krankenhauses. Man würde gar nicht merken, wenn der Präsident sich dort aufhält. Der Krankenhausalltag kann ungestört weiterlaufen, während der Präsident perfekt geschützt ist. Was aber, wenn ein Präsident den Rat seines Arztes nicht beherzigt? Haben die Leibärzte bestimmte Überzeugungstechniken? Die Ärzte des Präsidenten befolgen schon seit vielen Jahren folgende Regel. Wenn der Patient uneinsichtig ist, muss man sich an eine höhere Instanz wenden, und das ist die First Lady. Dann ist der Patient meistens gefügig. Für die Männer und Frauen, die das höchste Amt der Nation anstreben, sind die körperlichen Veränderungen, die mit der Präsidentschaft einhergehen, sicher kein Geheimnis. Selbst die Gesündesten scheiden merklich grauer und erschöpfter aus dem Amt aus.
Warum ist dieses Amt trotzdem so begehrt? Liegt es an der Macht, am Ruhm oder vielleicht am Wissen, das nur ein Präsident hat und das in einem Buch der Geheimnisse niedergeschrieben sein könnte? Am 8. Januar 2009, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit, lud Präsident George W. Bush vier Männer zu einem privaten Treffen in das Weiße Haus ein. I want to thank the President-elect for joining the ex-presidents. Präsident Bush veranstaltete ein Mittagessen mit seinem Vater George Bush Senior, Barack Obama, Bill Clinton und Jimmy Carter. Der Club der Männer, die Präsident der Vereinigten Staaten waren, ist sehr klein und nur eine Handvoll lebt heute noch. Sie sind unweigerlich miteinander verbunden, auch wenn sie verschiedenen Parteien angehören. To the extent we can, we look forward to sharing our experiences with you. All of us who have served in this office understand that the office itself transcends the individual. Ehemalige Präsidenten haben mehr Einfluss, als die Leute denken. Jeder Präsident orientiert sich an seinen Vorgängern. Wer könnte auch besser wissen, was in bestimmten Situationen zu tun ist? Ihre Sichtweise ist einzigartig, weil sie das alles auch durchgemacht haben. Sie kennen den Druck, sie kennen die Probleme. Ehemalige Präsidenten können neuen Präsidenten helfen, weil sie sie verstehen. Sie können ihre Erfahrungen teilen. Fünf Männer. Fünf von 44. In einer lückenlosen Reihe, die ihren Anfang mit George Washington und den Gründervätern nahm. Fünf Männer, die die Wahrheit über das geheime Buch der Präsidenten kennen könnten. Wenn man solche Informationen in einem Buch sammelt, besteht die Gefahr, dass es gestohlen, kopiert oder kompromittiert wird. Ich als Präsident würde mir Sorgen machen, dass es jemand in die Finger bekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Buch aussehen soll, aber wir haben wirklich unfassbar viele Geheimnisse. Wenn es dieses Buch gibt, dann weiß ich nichts davon. Ich bezweifle, dass es existiert. Nichtsdestotrotz gibt es große Geheimnisse. Die Präsidenten haben mit Sicherheit Geheimnisse. Verschwiegenheit ist Macht. Wissen ist Macht. Je mehr Wissen geheim ist, desto mächtiger fühlt man sich. In dieser Stadt zählt weder Geld noch Macht an sich. Was zählt, ist Wissen. Wer das hat, hat auch Macht. Ohne Wissen hat man auch keine Macht. Gibt es ein geheimes Buch der US-Präsidenten? Oder verbirgt sich dahinter lediglich das Wissen, über das die Präsidenten verfügen? Nur eines ist sicher, verraten werden sie es nicht. George Bush Senior und ich wissen Dinge, die sonst fast niemand weiß. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Er befehligt die stärkste Armee aller Zeiten. Jeder seiner Schritte wird aufgezeichnet und analysiert. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ist es in einem Zeitalter, in dem nichts verborgen bleibt, möglich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten Geheimnisse hat? Besitzt er Informationen, die so gefährlich sind, dass sie vor der Öffentlichkeit verheimlicht werden müssen? Es gibt Dinge, die man nicht unbedingt schriftlich festhalten sollte. Wir haben unfassbar viele Geheimnisse. Es gibt durchaus Geheimnisse, die nach wie vor bewahrt werden. Aber wo werden sie bewahrt? In einem Computer? In einem Safe? In einem verschlossenen Aktenkoffer? Und wer ist außer dem Präsidenten eingeweiht? George Bush Senior und ich wissen Dinge, die sonst fast niemand weiß.
Manche sind von der Existenz eines Buches überzeugt, das die größten Geheimnisse der Vereinigten Staaten von Amerika enthält. Ein Buch, das von einem Präsidenten an den nächsten weitergegeben wird. Das bis zu den Anfängen des höchsten Amtes der Nation zurückreicht. Und dessen Inhalt nur 5 gegenwärtig lebende Personen kennen. Existiert dieses Buch tatsächlich? Enthält es das geheime Wissen der US-Präsidenten? Are you prepared to take the oath, Senator? I am. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Am 20. Januar 2009 nimmt Richter John Roberts, der Vorsitzende des obersten US-Gerichtshofes, Barack Obama den Amtseid ab. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Später an diesem Tag betritt der 44. US-Präsident das Oval Office und entdeckt einen einzelnen Umschlag auf seinem Schreibtisch. Er ist an 44 adressiert und enthält eine Nachricht des scheidenden Präsidenten George W. Bush. Über den Inhalt hüllt sich Obama in Schweigen. Warum? Was ist so wichtig und so vertraulich, dass nur der Präsident darüber Bescheid wissen darf? Geht es um die nationale Sicherheit? Sind es wichtige Informationen zur Wirtschaftslage? Oder geht es noch viel weiter darüber hinaus? Es wird vermutet, dass ein ganzes Buch voll solcher Informationen existiert. Ein sogenanntes Buch der Geheimnisse, das von einem Präsidenten an den nächsten weitergegeben wird. Wenn es existiert, was steht drin? Barack Obama hatte zwischen Wahl und Amtseinführung gerade einmal 78 Tage Zeit, um sich auf das Amt vorzubereiten. Wie hat er das geschafft? Hat ihm ein geheimes Buch, das sein Vorgänger hinterließ, dabei geholfen? Oder kamen die Informationen von gewöhnlicheren Quellen? Das meiste wird mündlich weitergegeben, was verständlich und richtig ist. Es gibt Dinge, die man nicht unbedingt schriftlich festhalten sollte. Bei den interessantesten Themen sagen sie nur, also wir erzählen Ihnen mal, was wir so wissen. Das wollen sie nicht zu Papier bringen. In den Wochen vor der Amtseinführung informierte der damalige CIA-Direktor Michael Hayden den künftigen Präsidenten Barack Obama über alle verdeckten Operationen der USA. Ich fing so an: Mr. President, diese Operationen wurden von Ihren Vorgängern autorisiert. Allerdings nicht persönlich, sondern im Sinne des Amtes. Diese Operationen laufen weiter, es sei denn, Sie teilen uns nach Ihrer Amtseinführung mit, dass Sie dies nicht wünschen. Das war mein erster Schritt, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Anschließend sind wir alles durchgegangen. Die gewählten Präsidenten erfahren Dinge, von denen sie vorher nichts wussten. Wie hoch sind die Schulden? Welche Länder eine Bedrohung darstellen? Wie viele Terroristen sich im Land aufhalten? Dinge, die schon einmal angerissen wurden, die bei näherer Betrachtung aber Reaktionen hervorrufen wie: Lieber Himmel, wenn ich das gewusst hätte. Zu kandidieren ist eine Sache, am Drücker zu sein eine andere. So gut sie auch vorbereitet sein mögen, nur wenige Präsidenten haben eine Vorstellung davon, was sie an ihrem ersten Tag erfahren. Erst nach der Vereidigung haben sie unbegrenzten Zugang zu Geheimdokumenten, die fast jede ihrer Fragen zur nationalen Sicherheit beantworten können. Wie beeinflusst dieses geheime Wissen die Politik und die Prioritäten eines Präsidenten? Ist das der Grund für die großen Unterschiede zwischen der Rhetorik eines Präsidentschaftskandidaten? Read my lips. No new taxes. We will start getting to work. We will close Guantanamo. Und der Rhetorik eines Präsidenten, dessen Informationen eine ganz andere Qualität haben? Ein Präsident wird wegen seiner Vision gewählt. Er sieht die Welt auf eine bestimmte Weise und hat vor Augen, wohin er sie führen will.
Ich begleitete Präsident Bush am 11. September. So schnell wie an diesem Tag habe ich die Air Force One noch nie abheben sehen. Es gibt Pläne und Vorgehensweisen für allerlei Eventualitäten und wir flogen einen von mehreren möglichen Orten an. Die Vereinigten Staaten wurden offensichtlich angegriffen. Und auch das Personal im Weißen Haus musste reagieren. Ich frühstückte gerade mit einem Kollegen im Westflügel. Als wir es erfuhren, haben wir das Personal zusammengetrommelt und evakuiert. Wir haben ihnen gesagt, sie sollen rennen, so schnell sie können. Während das Personal evakuiert wurde, geleiteten Agenten des Secret Service, Vizepräsident Dick Cheney und einige hochrangige Funktionäre in einen verborgenen Bunker unter dem Weißen Haus. Darin ist das Presidential Emergency Operations Center untergebracht, die Notfallzentrale des Präsidenten. Sie befindet sich im Keller des Ostflügels. Es ist ein alter Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer großen, schweren Tür. Darin stehen Betten und es gibt Nahrungsmittelkonserven und Wasservorräte. Cheney, Condoleezza Rice und ein paar andere haben die Angriffe vom 11. September dort ausgesessen. Aber was, wenn Residenz und Amtssitz des Präsidenten im Visier gestanden hätten? Wäre es möglich gewesen, aus dem Weißen Haus zu entkommen? Könnte das Buch der Geheimnisse Informationen darüber enthalten? Ich war sehr überrascht, als ich von den Abkürzungen erfuhr, die wir im Notfall nehmen sollten. Ich darf darüber nichts sagen, doch es gibt Möglichkeiten, den Präsidenten im Notfall sehr schnell von A nach B zu bringen. Eine Hintertreppe führt vom ersten in den zweiten Stock des Weißen Hauses. Die Tür ist durch einen besonderen Anstrich in der Wand verborgen. Sie hat keinen Türknauf. Sie öffnet sich durch Berührung. Außerdem gibt es Tunnel, die vom Weißen Haus bis auf die andere Seite des Finanzministeriums führen. Ich habe immer diese Tunnel genommen, damit ich nicht vorne zum Tor raus musste. Es gibt Evakuierungspläne. Wir würden einen gelben Beutel bekommen, so groß, dass der sich in eine Gasmaske umfunktionieren lässt. Die könnten wir dann im Falle eines chemischen oder biologischen Angriffs aufsetzen, um uns vor allem, was in der Luft sein könnte, zu schützen. Damit könnten wir lange genug atmen, um die Stadt zu verlassen. Wir mussten alle genau wissen, was wir im Notfall zu tun hatten. Es gab regelmäßig Besprechungen, um sicherzustellen, dass alle Bescheid wussten. Es konnte ja jederzeit etwas passieren. Es gibt noch andere sichere Orte in der Stadt, aber wo sie sich befinden oder wie sie... Diese Sichtweise ist manchmal nicht mit der Wirklichkeit zu vereinbaren. Harry Truman zum Beispiel erfuhr erst von der Atombombe, als er nach Franklin D. Roosevelts Tod Präsident wurde. Als Vizepräsident wusste Harry Truman nicht, dass wir die Atombombe gebaut hatten. Erst als er Präsident war, wurde er darüber aufgeklärt, was es bedeutete, im Besitz dieser Waffe zu sein. Er hatte keine Ahnung. Ob das Einfluss auf seine Art der Kriegsführung hatte? Und ob? Ich frage mich oft, was er wohl seiner Frau erzählt hat, als er nach dieser Offenbarung zu ihr fuhr. Heutzutage hat der Präsident die Nuklearwaffen buchstäblich im Griff. Auf Schritt und Tritt wird er von einem Adjutanten begleitet, der eine 20 Kilogramm schwere Aktentasche, den Nuclear Football, bei sich trägt. Immer wieder sieht man diese schwarze, arztkofferähnliche Tasche auf Fotos. Ich habe immer gesagt, dass darin ein Thunfisch-Sandwich und ein Playboy sind. Was wirklich darin ist, wird streng geheim gehalten. Aber die Tasche ermöglicht es dem Präsidenten, mit Kommandozentren in Verbindung zu treten und als Oberbefehlshaber den Einsatz von Nuklearwaffen zu autorisieren.
Offiziell gilt der Nuclear Football als Notfallköfferchen des Präsidenten. Er wurde in den 1950er Jahren von Präsident Dwight D. Eisenhower eingeführt. Der Kalte Krieg bestimmte Präsident Eisenhowers Handeln. Ein Überraschungsangriff durch die Sowjets war nicht ausgeschlossen. Was konnte er tun, um Raketen im Anflug abzuwehren? Zu der Zeit bestand die Strategie hauptsächlich aus Vergeltung. Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Laut Verfassung darf nur der Präsident der Vereinigten Staaten diese Entscheidung treffen. Man überlegte sich also einen Weg, wie das unabhängig von Ort und Zeit gewährleistet werden konnte. Das war das Ende der Zweisamkeit zwischen dem Präsidenten und seiner Frau. Wirkliche Zweisamkeit besteht nur noch zwischen dem Präsidenten und dem Träger des Atomkoffers mit den nuklearen Codes. Während der Übergangsphase lernt der neue Präsident, wie er die Codes benutzen muss. Bei der Amtseinführung werden zwei Koffer parat gehalten. Einer für den scheidenden und einer für den neuen Präsidenten. Das dient der unmittelbaren Machtübergabe und der Verhinderung von Überraschungsangriffen. Nehmen wir mal an, es wird von einem Atomangriff auf die USA berichtet. Sie öffnen daraufhin den Koffer und der Präsident kann anhand einer Liste aus den verschiedenen Optionen wählen. Er kann alle Waffen einsetzen und die Welt zerstören, einen präzisen Gegenangriff einleiten oder taktisch vorgehen. Er hat nur wenige Minuten, um die Informationen aufzunehmen und darauf zu reagieren. Der Präsident bekommt die Codes sofort nach Amtsantritt. Doch ist er wirklich der Einzige, der einen nuklearen Angriff autorisieren kann? Theoretisch darf keine Nuklearwaffe ohne die Zustimmung des Präsidenten gezündet werden. Aber in Bezug auf U-Boote gab es eine Sonderregelung. Da U-Boote nicht immer erreichbar waren, mussten die Befehlshaber eigenverantwortlich handeln können. Das war allerdings ein heikles Thema. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat kein US-Präsident mehr den Einsatz von Nuklearwaffen gegen feindliche Ziele befohlen. Was aber, wenn das Undenkbare doch geschieht und das Militär davon überrascht wird? Wie kann das Überleben des Präsidenten und der Nation gewährleistet werden? Steht die Antwort darauf im Buch der Geheimnisse? Für den nationalen Notfall enthält das Buch der Geheimnisse wahrscheinlich Informationen zu versteckten Bunkern, geheimen Fluchtwegen und sicheren Orten, die dem Schutz des Präsidenten, seiner Familie und seiner wichtigsten Mitarbeiter dienen. Informationen dieser Art wären am 11. September 2001 essentiell gewesen, als Terroristen vier Flugzeuge entführten. Zwei davon lenkten sie in die Türme des World Trade Center in New York. Das dritte Flugzeug stürzte ins Pentagon. Das Anschlagsziel des vierten soll das Kapitol in Washington, D.C. gewesen sein. Diese beiden Flugzeuge befanden sich noch in der Luft, als der damalige Präsident George W. Bush bei einer Schulveranstaltung in Florida über den Angriff informiert wurde. Kurz darauf wurde er zur Air Force One gebracht.